الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحمد لله رب العالمين، على فضله وإحسانه أمر بالصبر وأثنى على الصابرين ووعدهم أجرا عظيما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكفى بالله عليما، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، liebe Brüder, liebe Schwester, egal wann und in welcher Situation du dich in deinem Leben auch befindest, brauchst du As-Sabr, die Geduld. Um uns gemeinsam daran zu erinnern und zu ermahnen, wie wichtig es ist, geduldig zu sein, wird unsere neue Nasiha am heutigen Tag sich dieser äußerst wichtigen Thematik widmen, insha'Allah ta'ala. Wir fangen erstmal damit an und definieren As-Sabr. Was bedeutet As-Sabr linguistisch, also sprachlich betrachtet, und was bedeutet As-Sabr fachlich betrachtet? As-Sabr Lugatan, linguistisch, bedeutet Al-Habs oder Habsun Nafsi wa Kaffuha, yani die Unterbindung der Seele, die Zurückhaltung der Seele. Und fachlich bedeutet As-Sabr die Unterbindung und Zurückhaltung der Seele von Frust und Empörung in Bezug auf die Vorherbestimmung Allahs und die Unterbindung und Zurückhaltung der Seele in Bezug auf die Sünden und Ungehorsamkeiten und die Unterbindung und Zurückhaltung der Seele in Bezug auf die Gehorsamkeit Allahs. Es ist nach der Übereinkunft der Muslime verpflichtend, Geduld zu haben, wenn es erforderlich ist, Geduld zu haben. Und die Geduld, As-Sabr, ist eine Sache, die man sich aneignen kann. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. Und wer sich in Geduld übt, den macht Allah standhaft. Also wer versucht, geduldig zu sein, dem hilft Allah, geduldig zu sein. Niemandem wird eine bessere und umfassendere Gabe verliehen als die Standhaftigkeit, als die Geduld. Liebe Geschwister, As-Sabr unterteilt sich somit in drei Hauptkategorien, und das ist die bekannte und verbreitete Einteilung. Jedoch hat Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah eine vierte Kategorie hinzugefügt, die wir auch nennen werden und dazu uns Beispiele anschauen werden, insha'Allah ta'ala. Erstens, As-Sabru ala ta'atillah, die Geduld in der Anbetung Allahs, die Geduld in Bezug auf die Anbetung Allahs. Das bedeutet, dass man geduldig in den Dingen ist, die Allah subhanahu wa ta'ala uns anbefohlen hat und es liebt. Denn diese Ibadat, Gottesdienste, erfordern Geduld. Der Mensch mag es, faul zu sein und möchte sich ständig ausruhen. Genauso ist der Mensch eher geizig als großzügig. Deswegen möchte ein Mensch ungern von seinem Besitz etwas abgeben, Zakat geben, Sadaqa geben und so weiter. Einige Ulama haben diese erste Kategorie in drei weitere Unterkategorien unterteilt und gesagt, dass diese Kategorie sich in drei Unterkategorien unterteilt, und zwar in die Geduld vor der Anbetung und während der Anbetung und nach der Anbetung. Yani vor der Anbetung bedeutet, dass man sich auf diese Gottesdienste vorbereitet und sich die Zeit dafür nimmt und so weiter. Während der Anbetung bedeutet, so dass man die Tat yani mangelfrei und fehlerfrei ausübt. Man verrichtet die Tat mangelfrei und fehlerfrei und ohne Faulheit und ohne Abwesenheit des Herzens und ohne Unachtsamkeit und so weiter. Nach der Anbetung bedeutet es, liebe Geschwister, dass der Muslim macht keine
Yani der Muslim macht keine Tat oder spricht keine Aussage, die seine Taten, die er gemacht hat, nichtig macht und annulliert. Er passt sozusagen auf seine Taten, die er gemacht hat, nach den Taten auf, dass diese nicht annulliert und nichtig, dass diese nicht annulliert werden und nichtig gemacht werden. Deswegen sei geduldig, wenn du zum Gebet aufstehen musst. Sei geduldig, wenn du deine Arbeit und Tätigkeit für das Gebet beenden musst. Sei geduldig, wenn du dich, oh meine Schwester, bedecken und verhüllen musst. Sei geduldig, wenn du fasten musst. Sei geduldig, wenn du die Zakah gibst. Sei geduldig, wenn du deinen Eltern gegenüber gehorsam sein musst oder gehorsam bist. Sei geduldig, wenn du die verschiedenen Islamwissenschaften am Studieren bist. Sei geduldig, wenn du Koran liest oder es lehrst. Sei geduldig, wenn du deine Kinder erziehst. Sei geduldig, wenn du zum Guten aufrufst und vom Schlechten warnst. Liebe Geschwister, wenn wir merken, dass es uns schwerfällt, Allahs Befehl umzusetzen, dann lasst uns daran erinnern, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Taten liebt und diejenigen, die diese Taten vollbringen, liebt und dass dem, der dies macht, Paradiesgärten erwartet. Allahu Akbar. Die zweite Kategorie, As-Sabru an Ma'asiyatillah, die Geduld gegenüber den Ungehorsamkeiten Allahs, den Sünden sozusagen. Das bedeutet, dass man sich von den Dingen fernhält, die Allah uns verboten hat und verabscheut und dabei geduldig ist. Denn es ist für den Menschen sehr schwer, sich von den Dingen fernzuhalten, die seine Seele anstrebt. Sei geduldig, wenn du deine Blicke senken musst. Sei geduldig, wenn du für Allah subhanahu wa ta'ala auf etwas verzichten musst. Sei geduldig, wenn die Shayatin, die Satane der Menschen und der Djinn dich zum Übel rufen. Rauche nicht mit, mein Bruder, meine Schwester. Du bist nicht dadurch ein Verlierer, denn sie sind es wahrlich, die in Verlust und Elend sind. Du bist der wahre Gewinner und Allah Jalla wa Ala liebt dich, meine Schwester. Nur weil einige meinen, ihre Kopfbedeckung und Körperbedeckung anpassen zu müssen und mit der Mode gehen zu müssen, auch wenn es gegen Allahs Gesetze verstoßt, sei du geduldig und mache das nicht. Sei kein Sklave der heuchlerischen Mode. Habe Geduld und sei standhaft. Höre, oh mein Bruder, oh meine Schwester, keine Musik. Lass deine Ohren die Ayat, die Verse des Korans hören oder Gutes hören. Schaue, ja Achi, ja Uchti, keine Pornos an. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns schützen. Lass deine Augen Gutes und Erlaubtes sehen. Berühre mit deinen Fingern nichts, was dir verboten wurde und wofür du dich schämen würdest, wenn es öffentlich wäre. Lass deine Finger nur Gutes und Erlaubtes berühren. Sei geduldig und nimm kein Kredit basierend auf Zinsen. Sei geduldig und nimm kein Kredit basierend auf Zinsen. Nur weil jeder heutzutage eine Eigentumswohnung oder Haus besitzt, musst du diesem Trend des Satans, des Shaitans nicht folgen, mein Bruder, meine Schwester. Liebe Geschwister, wenn wir merken, dass wir schwach werden und uns bestimmte Sünden schmackhaft werden, dann lasst uns daran erinnern, dass Allah Jalla wa Ala diese Taten hasst und diese verabscheut. Dass Allah subhanahu wa ta'ala uns sieht und uns hört. Dass wir uns vor Allah tabaraka wa ta'ala schämen sollten. Dass wir vor Allah subhanahu wa ta'ala gebracht werden und er uns befragen wird. Wie wollen wir darauf antworten, liebe Geschwister? Wenn wir in den Ozean der Sünden, wenn wir in den Ozean der Sünden eintauchen und es nicht mehr rausschaffen, so wurde denjenigen ein Feuer angedroht, welches um das Vielfache heißer als das Feuer im Diesseits ist. Allahu Akbar. Bevor du eine Sünde machst, Bruder, bevor du eine Sünde machst, Schwester, frag dich selbst, frag deine Seele. Ist es das wert? Ist es das wert, dass wir wegen der Dunya oder wegen dem kurzen Genuss unsere Akhira, unser Jenseits in Gefahr bringen? Allahu Akbar. Die dritte Kategorie lautet As-Sabru ala Aqdarillah. Die Geduld in Bezug auf die Vorherbestimmungen Allahs subhanahu wa ta'ala. Wenn dich ein bitteres Schicksal trifft, so geduldige dich. Hast du einen Menschen verloren, den du sehr lieb hattest? So geduldige dich. Bist du schwer krank, mein Bruder, meine Schwester? So geduldige dich. Lebst du in Armut?
Hast du Schulden? Wurdest du von deinem Arbeitgeber gekündigt? Hattest du einen Autounfall? Sei geduldig. Ibn Mas'ud, Abdullah, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, sagte Folgendes. Und bitte hört genau zu jetzt. Eine gewaltige Aussage. Er sagte, radiallahu anhu, es ist mir lieber, auf einer heißen Kohle zu beißen und es festzuhalten, bis es in meinen Händen abkühlt, als zu etwas, was Allah vorherbestimmt hat zu sagen, wäre es doch nicht passiert. Ja, yani damit ist gemeint zu sagen, warum hat Allah es mir vorherbestimmt? Wieso trifft es immer nur mich? Warum ich? Und so weiter und so fort. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns schützen. Und Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, sagte, Allah gibt niemals seinem Diener eine Gnade und nimmt sie ihm wieder weg und vergilt ihm dies, indem er ihm Geduld gibt, ohne dass das, womit er vergolten wurde, besser ist als das, was ihm genommen wurde. Allahu Akbar. Hört euch diese gewaltige Überlieferung an, liebe Geschwister. Anas ibn Malik qal radiyallahu anhu, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qal, marra an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bimra'atin tabki 'inda qabrin, faqal: ittaqillaha wasbiri. Qalat: ilayka 'anni, fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu. Faqila laha: innahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى إنما الصبر عند الصدمة الأولى أنس رضي الله عنه sagte oder überlieferte, dass der Prophet, als der Prophet صلى الله عليه وسلم an einer Frau vorbeikam, die bei einem Grab weinte, und in einer anderen Überlieferung heißt es, in der Überlieferung von Muslim heißt es, die ihr Kind beweinte, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam daraufhin, fürchte Allah und sei geduldig. Worauf sie erwiderte, geh weg von mir, denn dich hat gewiss nicht mein Unglück getroffen und du kennst es nicht. Dann unterrichtete man sie darüber, dass dieser Mann der Prophet sallallahu alaihi wasallam sei. So begab sie sich zu seiner Tür, also Haus, fand dort keine Türhüter, keine Wächter vor. Sie sagte zu ihm, ich hatte dich nicht erkannt. Er antwortete, die Geduld ist wahrlich nur beim ersten Moment des Schicksalsschlages. Die Geduld ist wahrlich nur beim ersten Moment des Schicksalsschlages. Allahu Akbar. Liebe Geschwister, lass diesen Hadith nicht einfach an uns wegprallen. Eine Frau am Grab und weint um ihr Kind. Sie geht durch eine große Prüfung. Sie hat eine große Prüfung. Sie hat einen Menschen verloren, ihren Kind, den sie sehr geliebt hat, und weint. Als dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihr kam und sagte, fürchte Allah und sei geduldig, um sie zu ermahnen, um sie zu erinnern. Wie war ihre Reaktion oder ihre Antwort? Sie hat ihn natürlich nicht erkannt und war so in Trauer und Leid, dass sie so antwortete. Als man ihr daraufhin aber sagte, dass es der Prophet sallallahu alaihi wasallam war, war sie geschockt und traurig darüber, so mit ihm gesprochen zu haben, und ging sofort und suchte den Propheten sallallahu alaihi wasallam und fand ihn zu Hause. Sie wollte sich erklären und entschuldigen. Wie war die Reaktion oder die Antwort des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Innama as-sabru 'inda as-sadmati al-ula. Die Geduld ist wahrlich nur beim ersten Moment des Schicksalsschlags. Allahu Akbar. Also im ersten Moment, meine Geschwister, wenn dir die Nachricht übermittelt wird, dass deine Eltern oder deine Mutter oder dein Vater, dein Kind oder dein Ehemann oder deine Ehefrau bei einem Autounfall gestorben sind, genau in diesem Moment, wenn dir so eine oder ähnliche schmerzhafte, bittere Nachricht übermittelt wird, wenn du da nicht geduldig bist und anfängst zu klagen oder zu schreien und auf deine Wangen zu schlagen oder deine Kleidung zu zerreißen und dich auf dem Boden zu wälzen und so weiter, dann nützt es dir nicht, wenn du Tage später zur Vernunft kommst und sagst, wir gehören wahrlich Allah und wir kehren wahrlich zu ihm zurück. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Denn der dir deine Liebsten genommen hat, ist auch der gewesen, der dir deine Liebsten gegeben hat. Denn der deine Gesundheit genommen hat, ist auch der dir deine Gesundheit gab. Allah subhanahu wa ta'ala. Aus diesem Hadith können wir auch entnehmen,
wie aufmerksam und bodenständig der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam war. Als die Frau ihn so ansprach, hat er ihr nicht gesagt, wie redest du mit mir? Weißt du nicht, wer ich bin? Und so weiter. Er sallallahu alaihi wasallam hat ihre Situation und ihre Lage als Gesamt betrachtet. Und die Tatsache, dass sie ihn ja nicht gesehen hat. Die vierte Kategorie, welches Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah hinzugefügt hat, ist die folgende: As-sabru ala adhal khalq, yani das Ertragen und das Ertragen von Leid und Schaden, die von Menschen ausgehen. Diese Kategorie erwähnte Sheikhul Islam rahimahullah und fügt es hinzu, wie bereits erwähnt. Wenn die menschliche Seele verletzt, angegriffen oder geschädigt wird, möchte die Seele sich dafür rächen. Der Mensch möchte sich dafür rächen. Denn die Natur der menschlichen Seele ist die, dass sie sich rächen will oder Übermacht auf etwas oder jenem haben möchte. Deswegen sagte Sheikhul Islam rahimahullah, dass diese Kategorie von Geduld die schwierigste aller Kategorien ist. Auch hier unterteilten die Ulama diese Hauptkategorie in zwei Unterkategorien. Erstens, dass man ein Leid oder Schaden ertragen muss von den Menschen aufgrund deiner Religion. Wie zum Beispiel, wenn du zum Guten aufrufst und vom Schlechten abhältst oder warnst. Wenn ein Bruder aufgrund seines Bartes oder eine Schwester aufgrund ihrer Verschleierung beleidigt wird oder verspottet wird. Ja, man macht sich lustig über ihn oder über sie. Hierbei ist die Geduld, also hier ist es wichtig, Geduld zu haben, denn dies ist der Weg und die Herangehensweise der Anbiya und Rusul, der Propheten und Gesandten alaihim as-salatu wassalam gewesen. Wie viel mussten die Propheten an Leid und an Schaden von den Menschen aushalten? Wie viel? Einige wurden von ihnen sogar getötet. Diese Kategorie erfordert Geduld. Und man darf hier keine Rache ausüben, sondern man muss sich lediglich geduldigen, denn dies war die Herangehensweise der Propheten. Sie haben keine Rachezüge dadurch sozusagen unternommen, wenn sie damals am Anfang ihrer Da'wah beispielsweise beleidigt wurden oder gespottet wurden, als man sich lustig über ihre Da'wah gemacht hat. Sie haben dann keinen Schlachtzug gestartet aufgrund von Rache oder so. Zweitens, aufgrund von deiner Person, wegen zum Beispiel Geld oder deiner Ehre oder eines Geschäftes und so weiter, wenn du dadurch einen Schaden ertragen musst von den Menschen. Diese Kategorie bedarf an Ilaj, an Medizin. Und die Medizin ist wo vorhanden? Im Islam. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich wegen seiner Person nie gerecht. Nimm dir ihn als Vorbild sallallahu alaihi wasallam. Der Muslim sollte darauf schauen, was für einen Lohn er bei Allah subhanahu wa ta'ala erhält, wenn er sich geduldig verhält und dadurch sich Größeres vermeiden lässt. Die meisten Menschen, die sich rächen, übertreiben dabei und sind dadurch selbst zu Ungerechten geworden. Am Anfang wurde ihm ungerecht getan, er war mazlum, aber weil er Intiqam gemacht hat, sich gerecht hat, wurde er der Zalim, wurde er der Ungerechte dadurch. Nächstens, was man erwähnen kann, das, was den Muslim getroffen hat an Schaden von den Menschen, könnte aufgrund einer Sünde von ihm sein. Kann sein, dass er selbst einmal einen Menschen schlecht behandelt hat oder Unrecht angetan hat und ihn deswegen yani dasselbe trifft. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und was immer euch an Unglück trifft, es ist für das, was eure Hände erworben haben. Es ist für das, was eure Hände erworben haben, und er verzeiht vieles. Diesen Leid und Schaden, den der Mensch von anderen Menschen erleiden muss, vielleicht möchte Allah damit, dass der Muslim daraus eine Lektion zieht und sich von bestimmten Menschen fernhält oder von bestimmten Geschäften oder Orten fernhält und so weiter. Es ist eine Möglichkeit für ihn, Tauba zu machen und zurück zu Allah zu finden. Deswegen müssen wir uns dringend ermahnen und uns gemeinsam zur Geduld aufrufen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala liebt die Geduldigen und ist mit ihnen und unterstützt sie. Er subhanahu wa ta'ala sagt, Wallahu yuhibbu as-sabirin. Und Allah liebt die Geduldigen. Und er sagt auch, Wasbiru inna Allaha ma'as-sabirin. Seid geduldig,
Wahrlich, Allah ist mit den Geduldigen. Allahu Akbar. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah erwähnte, dass Imam Ahmed rahimahullah sagte, Allah der Erhabene erwähnte die Geduld, As-Sabr im Koran an ungefähr 90 Stellen. Weiter heißt es, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Wahrlich, den Geduldigen wird ihr Lohn ohne Berechnung im vollen Maß gewährt werden. Den Geduldigen erwartet ein großer Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen seid geduldig und hofft auf diesen Lohn, liebe Geschwister. Bittet Allah jalla wa ala um Standhaftigkeit und um Sabr, um Geduld. Denn dies ist stets das die Herangehensweise der Gläubigen gewesen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte über die Dua, über das Bittgebet seiner gläubigen Diener, Rabbana afrigh alayna sabra. Sie sagten, Rabbana afrigh alayna sabra. Unser Herr, überschütte uns mit Standhaftigkeit, mit Geduld. Allahu Akbar. Allahu Akbar, bitte Allah Jalla wa Ala deinen Herrn um Standhaftigkeit und Geduld in all deinen Angelegenheiten. Allah subhanahu wa ta'ala unterworfen und ihn lobpreisend. Liebe Geschwister, egal was dich an Erschwernis trifft, es ist gut für dich. Allah will vielleicht deine Stufe erhöhen, deine Sünden tilgen, dir dafür das Paradies geben und so weiter. Liebe Geschwister, hört euch diesen Hadith an. Dieser Hadith ist euch nicht fremd. Aber wir verinnerlichen diesen Hadith viel zu wenig. Wir denken darüber viel zu wenig nach. Oder wir vergessen es viel zu schnell. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرْ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرْ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Der Prophet ﷺ sagte, wie bewundernswert ist die Angelegenheit des Gläubigen. All seine Angelegenheiten sind gut für ihn. Das steht niemandem außer dem Gläubigen zu. Wenn ihn etwas Erfreuliches trifft und er dankt, also und er Allah dankt, dann ist das gut für ihn. Und wenn ihn etwas an Leid trifft und er geduldig ist, dann ist das gut für ihn. Allahu Akbar. Der Muslim sollte sich immer zwischen Geduld, As-Sabr, und zwischen Dankbarkeit als Schukr befinden, bis er seinen Herrn antrifft. Einige der Salaf sagten, As-Sabru Nusful Iman. Die Geduld ist die Hälfte des Glaubens. Und Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, der Glaube besteht aus zwei Hälften. Die eine Hälfte ist As-Sabr, also die Geduld, und die andere Hälfte ist Schukr, die Dankbarkeit. Sei dankbar für alles, was dir Allah subhanahu wa ta'ala gab. Sei geduldig gegenüber alles, was Allah von dir nahm. Denn nur so wirst du den Glauben spüren und schmecken. Und hört euch an, wie Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu die Stellung des Geduldes metaphorisch erläuterte. Er sagte, wahrlich, die Geduld verhält sich zum Glauben wie der Kopf zum Körper. Wird der Kopf abgetrennt, so zerfällt der Körper. Hierauf erhob er seine Stimme und sagte, wahrlich, kein Glauben hat derjenige, der keine Geduld besitzt. Die Aussagen, liebe Geschwister, des Salaf, rahimahumullah wa radia anhum, bezüglich Geduld und ihre Vorzüge sind zahlreich und vielfältig. Wenn ihr euch die Biografie Sira des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und den anderen Propheten alaihi wasallam liest und euch anhört und euch die Geschichten der Sahaba radiallahu anhum und den danach kommenden Generationen der großen Imame durchliest, werdet ihr staunen, wie viel Geduld sie hatten und wie sie sich gegenseitig zur Geduld gerufen haben. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der seine Heimatstätte Mekka verlassen musste, der beleidigt und verspottet wurde, der seine Freunde und Gefährte in Schlachtzügen verlor, der all seine Söhne verlor, der mit Krankheiten heimgesucht wurde, der sich hauptsächlich von Wasser und Datteln ernährte und manchmal wochenlang keine warme Mahlzeit zu sich nahm. Allahu Akbar. Abschließend bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns aus diesem bescheidenen Vortrag und Nasiha Lektionen für unser Leben
ergriffen ließ und dass er, subhanahu wa ta'ala, uns zu den Geduldigen und Standhaften gehören lassen soll. Möge Allah uns dabei helfen, in jeder Situation das Richtige machen zu lassen und das Richtige sprechen zu lassen, und möge er, Jalla wa ala, unsere Missetaten vergeben und tilgen und uns zu den höchsten Paradiesgärten eintreten lassen. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam.